liebe Schwestern und Brüder, Ostern zu verstehen und mit Ostern zu leben, braucht seine Zeit. Nicht nur, wie wir hier als Gottesdienstgemeinde brauchen, bis wir in den richtigen Osterjubel an den richtigen Stellen hineinfinden, sondern wie es überhaupt ist, wenn wir die Evangelienberichte anhören, braucht es seine Zeit. Mit Ostern ist es nicht so einfach, dass wir einfach darauf schauen, etwas hören und alles ist klar. Wer Ostern so vermitteln will, könnte man sagen, ist im falschen Film. Ostern kostet Mühe. Ostern erschließt sich oft nur indirekt. Man kann den Auferstandenen, so sagen die Evangelien, nicht einfach sehen, wie man einen Baum anschaut oder einen Stein. Wir halten fest mit den Evangelien, so ist es bezeugt, und in der damaligen Zeit ganz undenkbar, dass man da einen Riesenbetrug inszeniert hat, auch wenn das große Publikationsorgane in unserem Land immer wieder drucken und schreiben, dass da Zeugen auftauchen, die sagen, da ist ein Grab leer, der Leichnam verschwunden und das stimmt nicht. Er lebt dann irgendwo anders mit Frau und Kind. Es gibt ja moderne Romanciers, die das immer wieder gerne aufkochen. Es wird aber davon nicht wahrer. Was wir haben am Beginn von Ostern, in jener Morgenfrühe, von der wir im Evangelium hören, ist zunächst Verwirrung. Große Unsicherheit und Zweifel. Noch in der Nacht hörten wir, wie es der Evangelist Lukas sehr drastisch ausdrückt, als die Frauen mit der Botschaft vom Grab kommen, es sei leer und es sei ihnen ein Engel erschienen. Die Apostel, Originalton, typisch Frauengeschwätz. Diese Unsicherheit, liebe Schwestern und Brüder, von der die Evangelien reden, diese Unsicherheit dauert bis heute an. Wenn wir hören, dass es Generationen gab, die sich in dem, was sich Fastenzeit nennt, wirklich noch ein Stück Leben versagt haben und die sich dann am Ostermorgen in den Armen lagen, dann kommen wir ein wenig auf die Spur dessen, wie wir Ostern annehmen und wie wir Ostern verstehen können. Wie zeigt sich denn der Auferstandene und wem begegnet er? Wenn wir das Evangelium des Johannes hineinhören, dann lässt sich der Auferstandene nicht sehen bei Petrus, dem ersten der Apostel. Er lässt sich auch nicht sehen bei dem, der am schnellsten am Grab war. Und obwohl er sich hineinbeugt, als Petrus schon drin war, und dann glaubt, auch da zeigt sich der Auferstandene nicht. Es gibt eine andere Spur, die notwendig ist, um dem Auferstandenen zu begegnen. Und wir können sie nicht anders bezeichnen, diese Spur, als Liebe und Sehnsucht. Nur wer voller Sehnsucht nach dem Auferstandenen fragt, kann ihm begegnen. Nur wer ihn in Liebe sucht, wird ihn sehen. So wie Maria von Magdala an jenem Ostermorgen, die ihn zwar sieht, aber auch nicht gleich erkennt, aber die mit ihrer Sehnsucht und Liebe nicht nachlässt, sondern dranbleibt, wie wir sagen, die nachfragt und plötzlich angesprochen in der Erwiderung dieser Sehnsucht, in der Erwiderung der Liebe bei ihrem Namen Maria erkennt, wirklich sieht, tiefer schaut und ihm, dem Lebendigen, wirklich begegnet. Es ist wichtig, dass es diesen schwierigen Zugang gibt zum Auferstandenen. Denn es muss uns deutlich werden, dass er nicht einfach ins Leben zurückgekehrt ist. Das ist nicht einfach eine verlängerte Chose. Es ist nicht einfach die Rückkehr ins alte Leben, so als würde einer von irgendeinem Wässerchen getrunken haben und einfach nicht altern und immer da bleiben. Nein, es ist ein neues Leben. Es ist unzerstörbares Leben, so wie nur Gott es ermöglichen kann. Und ein zweites. Neben dem liebenden und sehnsüchtigen Herzen bedarf es des Mitgehens, des Nachgehens.
Ob uns deshalb so viel Traurigkeit und Schwermut befällt, auch in diesen Tagen der Kirche, weil wir das viel zu wenig im Blick haben. Er geht euch voraus nach Galiläa, sagt der Engel. Dort werdet ihr ihn sehen. Es geht immer um ein Nachgehen. Wir sollen nicht unsere eigenen Spuren finden. Wir sollen nicht mit irgendeiner gebastelten Wünschelrute durch die Weltgeschichte stapfen und unseren eigenen Weg gehen, sondern es gibt nur den Weg, den der Auferstandene vorgeht. Es ist ein Weg durch das Leiden, ein Weg durch den Tod, aber ein Weg, der gelingt, weil es der Weg Gottes ist. Es heißt nicht, dass dieser Weg angenehm ist, aber es gibt nur diese Spur, die Jesus mit seinem Wort, seinem Tun, seinem Leben in diese Weltgeschichte setzt und wir diesem Weg Schritt für Schritt nachgehen. Auferstehungsglaube heißt, ihm nachgehen, unsere Füße in seine Spur setzen, ihm nachleben, damit wir so auf diesem Weg im Ostern ankommen. Christus selber ist es, der uns ins Mitgehen ruft. Und so ist Auferstehung nicht eine Antwort auf Neugier. Ich will das unbedingt sehen oder wissen oder genau wie. Sondern in diesem Nachgehen wird Auferstehung zur Sendung. Nur im Mitgehen zeigt er sich. Wir werden das morgen hören in dem berühmten Emmaus-Evangelium, wo es ganz deutlich wird. Auch da erkennen die Jünger nicht sofort. Aber im Mitgehen, indem ich mich darauf einlasse, diesen Weg zu gehen, werden mir plötzlich die Augen und das Herz geöffnet. Wenn wir Ostern feiern, liebe Schwestern und Brüder, wenn wir immer wieder singen und sagen, dass Christus auferstanden ist, dann besteht darin die große Einladung und Verlockung Gottes an uns, diesen Weg zu gehen, um ihm, dem Lebendigen, zu begegnen.